beerdigt werden sollte. Also meine Mutter hat dem Mann schon zwei Kränze und auch einige Bouquets gebracht. Da soll ich aber vom Weg noch seziert werden. Und da hat man gemerkt, dass ich noch nicht kalt war. Und darum durfte ich wieder zurück oder musste ich wieder zurück. Ich habe es nicht ganz so als schön das Dürfen empfunden. Heute denke ich ein bisschen anders. Aber da ich nicht mehr berufstätig bin, also mir es nicht mehr schaden kann, kann ich das ganz offen sagen. Ich wollte damals von Gott nichts wissen und sprang eben aus dem Fenster. Hoch war der dritte Stock, also fraglich wie vier Stock, und glaubte, jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich erstmals erlebt, dass ich mich liegen sah, dass ich über mir schwebte. Ich habe ganzes Weilchen gebraucht, ehe ich das Begriff, das bin ich, die da liegt und die da vor sich hin stöhnt und wimmert. Und als ich das erste Mal begriff, dass ich das bin, dann gab es einen Ruck und ich war erstmal drin. Dann kam ich wieder außerhalb meines Körpers, indem ich während der Fahrt das Auto fahren sah, mich drüber sah. Eines war, ich habe in der Zeit nie Schmerzen gehabt. Es war das praktisch ein roboterhaftes Feststellen. Und es ist eigentlich noch etwas, bin ich es und bin ich es nicht, also was ich heute so sicher und klar sagen kann, so sicher und klar war es natürlich in der Minute nicht, wo ich das erkannte. Ich habe dann auch im Operationssaal alle nervös gemacht, indem ich mich auch wieder liegen sah. Ich war drüber und wenn es ein Instrument verlangt wurde, habe ich mitreagiert. Und aus dem Grunde, ich war selbst Krankenschwester und habe selbst im OB die Instrumente zugewiesen. Jetzt war das für mich außerhalb meines Körpers. Ich nahm trotzdem, hörte alles und reagierte drauf. Also für denjenigen, der damals Narkose gemacht hat, war das furchtbar. Der hat mir immer mehr Äther draufgeschüttet, weil er glaubt, ich bin wach. Nur eben, es war mein Unterbewusstsein, was reagierte. Oder mein geistiges Ich, wollen wir mal so lieber sagen. Ja, und dann war es aber so, jetzt muss ich dir sagen, ich hatte ja abgeschlossen. Ich wollte ja von dieser Welt gar nichts mehr wissen. Und ein Dreivierteljahr lang habe ich mich natürlich auch gewehrt, wieder zurück zu müssen. Und doppelt, jetzt habe ich ja nun einen kaputten Körper gehabt. Und wenn Sie das erste Mal außer Ihres Körpers schweben, man ist so leicht. Und dann soll man plötzlich in ein ganz kaputtes Haus zurück. Ich habe mich gewehrt, zumal ich ja vom Weg auch nicht da bleiben wollte. Und somit war es nach einem Dreivierteljahr, dass ich eben klinisch tot war. Meine Mutter brachte man, wie gesagt, Grenze ins Haus, Bouquets im Haus. Und an dem Tag, als ich beerdigt werden sollte, eben praktisch am Vormittag, besann man sich, dass man, ich hatte 10 Brüche, alle Probearten, die es gab. Und da hat man gesagt, da könnte man gut dran lernen, lassen, tun wir sie noch sezieren. So stellte man fest, dass ich noch nicht kalt war. Aber jetzt müssen Sie nun Folgendes. Ich lag in der Krankenhausleichenhalle. Ich habe alles gehört. Und zwar ist das ein Hören anderer Art, was man da hat. Man hört praktisch die Menschen, also die mich sezieren wollten. Wir waren noch gar nicht in diesem Raum. Und doch nahm ich alles auf. Es ist eine andere Art Hören und eine andere Art Schwingung, die man da aufnimmt. Bevor die überhaupt diesen Raum wieder betreten haben, mit mir lagen noch 2 drin, in dieser Leichenhalle, ich empfand die beiden neben mir, aber ich habe auch gleichzeitig das Kommen und das Besprechen schon gehört, was die untereinander hatten. Und als sie dann den Raum betraten und auch feststellten, dass das noch nicht so weit wäre, da war das für mich genauso nüchtern, ohne Emotionen, eine Feststellung, naja, die können ja alles an dir lernen, das ist klar, dass sie sich dich sezieren müssen, ohne dass ich ein Angstempfinden, ein Schreckempfinden habe. Das sind alle Emotionen eigener Art sind in dem Moment weg. Man nimmt es wirklich auf, ich möchte wirklich sagen, wie ein Roboter. Ich
Es geht mich praktisch dieses kaputte Haus in dem Moment nichts an. Es ging mich nur so weit an, dass ich auch genau wusste, naja, da können wir dran lernen. Da ist kein Schreckempfinden darüber gewesen, aber ein überfeines Gehör. Es wurden Witze gemacht, es waren übrigens ehemalige Kollegen von mir. Und als ich denen viel später nochmal erzählte, was die für Witze gerissen haben, da waren die entsetzt und haben gesagt, wer hat dir das erzählt? Dann musste ich denen sagen, das habe ich als Grund gehört. Und das muss ich jetzt gleich bei einem mit sagen. Wenn man an einem Bett eines Sterbenden steht oder an nie schon so sprechen, man denkt, der hört das nicht. Im Gegenteil, es ist wirklich dafür in einer Weise ausgeprägt. Ich möchte mal sagen, man nimmt telepathisch schon die Empfindung allen auf. Man empfindet, was der andere denkt. Er braucht es nicht mehr auszusprechen. Aber wenn er es ausspricht, ist das irgendwie wie ein Keulenschlag. Das ist. Und es ist deshalb etwas, was eigentlich Hinterbliebene gar nicht tun sollten. Jammern, klagen oder sich um Erbe streiten. Ich glaube, in unserem Kreis dürfte es kaum vorkommen, aber in einem anderen Kreis muss entsetzlich für denjenigen sein, der dort liegt, wenn er was zu vererben hat, was in meiner Lage ja nicht war, und muss dann den Streit mit anfangen. Man hört es und fühlt es. Also es ist ein Fühlen. Man fühlt ganz genau, ob einer auch ein gut gesonnen ist oder schlecht gesonnen ist. In meiner Lage war, Sie müssen denken, 47 waren die Russen auf Besatzung und ich war noch nicht entnazifiziert. Und ein Sicherheitsgeheißen, dass das Nazi-Schwein doch verrecken nicht. Und so war auch aber wahrhaft die Empfindung. Und ohne dass man sprach, empfand man das Feindselige viel deutlicher. Aber man nimmt eben auch zur Kenntnis, ohne dass man Angst und Schrecken hat. Jetzt die andere Seite des Jenseits. Mit meiner Sicht gesehen, müssen Sie jetzt so sehen, deshalb habe ich es bewusst offen gesagt, wie es ist. Ich kam mit Schuld auf die andere Seite. Und dann, ich habe wohl erstmal ein Licht sehen dürfen. Oh ja. Ich durfte auch erstmal Menschen sehen, wo ich genau wusste, die sind tot. Aber es war auch alles. Und dann durfte ich ebnen, oder beziehungsweise musste ich, in Ebenen und Tiefen reinsehen, die durch meine Schuld geprägt waren. Und wo ich sagen muss, die sind durchaus nicht schön gewesen. Ich habe wohl eins dadurch begreifen lernen, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen, oh ja. Ich habe auch begreifen lernen, was es heißt, Geist, Seele und Körper. Weil ich das jetzt die verschiedenen Ebenen sah. Und das Eigenartige ist, man steht mittendrin und schaut in verschiedene Ebenen und gehört auch in alles rein. Und plötzlich ist man irgendwie kollektiv mit allem. Es ist etwas, eine Verbundenheit, wie man sie so in dieser Zeit gar nicht so hat. Weil man den anderen jetzt eben nicht bloß hört, sondern mitempfindet. Man, die Empfindung des anderen, die sind plötzlich auch meine Empfindung in dem Moment. Wenn wir jetzt, blockieren wir uns alle irgendwie ein bisschen ab, nur öffnen uns nur dem Freund, aber plötzlich auf dieser Seite dann drüben, die jenseitige Seite, da sind sie in allem mit drin, kollektivmäßig drin. Also kollektivmäßig auch im Grauen, in Angst und Schrecken dann plötzlich. Denn das war dann eine Welt, wo Gedankenschemen ungeheuer sind, die einer drücken. Und man muss es erst lernen zu begreifen, dass sie in Gedanken schieben. Und man muss es auch erst lernen zu begreifen, dass sie sind Jenseitige. Was man heute, was ich heute so klar weiß, das weiß man natürlich in dem Moment nicht, wenn man so frisch drüben ist. Das ist jetzt erstmal die eine Etappe. Ich kam ja wieder zurück, beziehungsweise ich musste wieder zurück. Und trotz Grauen, trotz Schrecken auf der anderen Seite und trotz Schuld, die sehen ihr Leben wie ein Film,
immer wieder vor sich. Und nicht nur das Leben in seinen Worten und Werken, man sieht es in seinen Gedanken, das ist viel entsetzlicher, dass plötzlich Gedanken, die man längst verdrängt, vergessen hat, dass die auch lebendig vor einem stehen. Und die wiederholen sich. Besondere Punkte, die sehen sie immer wieder, kommen immer wieder nur dasselbe Bild oder dieselbe Gedanken. Und das ist das Entsetzliche dabei. Und vor allen Dingen eins, das Leichte, Schwebende ist schön. Aber die Schuld jetzt, wie ich sie hier hatte, sie drängen sich förmlich danach zurückzugehen in den Körper, obwohl ich ihn ablehnte, wieder gut zu machen. Und eins ist es aber so, das Gericht sozusagen unsere Hölle ist, ist unser eigenes Gewissen. Im eigenen Schuld klafft man sich mehr an. Unser Gewissen ist unser schlimmster, härtester Richter, nicht die anderen. Es steht kein Engel mit flammendem Schwert vor einem. Unser eigenes Gewissen ist hart, aber gerecht. Und es wiederholt sich ein in einer Weise, dass man gut machen möchte, dass man von ganz alleine auch auf diesen Schwebelzustand verzichtet und wieder aufnimmt, was man eigentlich weggeschmissen hat. Obwohl das Aufnehmen wirklich entsetzlich ist, man in meiner Lage, ein sehr kaputter Körper, ich wollte nicht zurück. Aber meine Schuld immer wieder begegnen müssen, das war noch viel schlimmer, also ging ich gern zurück. Es ist dann eins, ich habe noch 2 Jahre im Gips gelegen. In den 2 Jahren, wenn man einmal rausgeschlüpft ist aus dem Körper, schlüpft man dann leicht wieder raus. Wohl weiß ich nicht mit meinem Willen. Ich wäre einfach von alleine rausgeschmissen, zwischendurch. Und das muss ich sagen, ich hatte dann wohl die Gnade, nicht nur Dunkles zu sehen. Ich habe in der Zeit 2 Infarkte gehabt. Schlaganfall gehabt und durfte nun in dieser Zeit auch lichte Welten sehen. Das ist manchmal wie eine Spirale und manchmal ich das empfinde, ich bin selbst eine Spirale, ich bin ein Teil dieser Spirale. Und wunderschön ist es, wenn man etwas sieht und glaubt, ach, das möchte ich näher sehen und ist schon dort. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn man die dunklen Dinge etwas unter sich lassen darf und darf dann etwas mehr zum Licht und sieht dann plötzlich eine Sternwelt und noch in München, ich möchte dort sein, ist man schon dort. Und so schwer ist es allerdings wieder auf die andere Seite zu gehen. Also hierher kommen, ich habe noch nicht viele Jahre gelernt, zu diesem Dasein Ja zu sagen. Die andere Seite, die war für mich eigentlich mehr Heimat geworden. Ich bin mehr im Jenseitigen verankert gewesen. Die ersten Jahre waren sogar so, dass wenn ich Menschen begegnete, die 2, 3 Jahre später starben, bevor die überhaupt kamen, konnte ich schon eine ganze Weile eine dunkle Wolke auf mich zukommen sehen und einen verwesenden Geruch. Ich muss sagen, ich habe es als Gnade empfunden, als es wieder abfiel. Es war eine Belastung für mich, ich habe es etliche Jahre mit haben müssen. Es ist für mich etwas gewesen, vielleicht sollte ich daran reifen, aber als ich dieses, wo sich manche drum drängen, wieder verlor, diesen zu engen Kontakt zum Jenseits, muss ich ehrlich sagen, ich war sehr dankbar dafür. Es war für mich eine Belastung zu wissen, der stirbt in 2, 3 Tagen oder jener stirbt in 2, 3 Tagen. Und für manche ist es, die sie noch gar nichts wissen vom Jenseits, denen das dann erzählen sollen, die vorbereiten sollen, die Angst davor haben. Ich habe, obwohl ich diesen Dienst jetzt bei manchen mache, aber ganz wenig Menschen, die keine Angst haben und denen ich die Angst nehmen kann. Ich berichte manches Mal in Krankenhäusern ab, auf Wunsch des Pfarrers da drüben. Aber es sind wenig, die sich vorbereiten lassen auf den Tod. Die meisten sperren sich dagegen, obwohl die andere Seite wirklich schön ist. Und selbst
im Einerlager, wo man dann Schuld mit hat, wo eigentlich auch vieles ist, was einen belastet. Die andere Seite, sterben, ist schön. Yeah.